Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum dritten Anlass aus der Reihe Alternativen in diesem Jahr. Herzlich willkommen hier im Saal, aber auch zu Hause an den Bildschirmen. Sie wundern sich vielleicht, dass ich Hochdeutsch spreche, aber wir haben uns geeinigt, diese Sprache zu wählen, damit sicher alle, die hier im Saal sind oder auch zu Hause, uns verstehen. Mein Name ist Denise Moser. Ich freue mich sehr, Sie heute durch diesen Abend zu begleiten. Seit meiner Pensionierung vor 22 Jahren bin ich in ehrenamtlichen Funktionen unterwegs, zuerst in der Freiwilligenarbeit während 13 Jahren und jetzt fokussiere ich mich auf Altersfragen, unter anderem auch auf die Robotik als Hilfe für im Alter, um länger selbstständig möglichst zu Hause zu bleiben. Mit der öffentlichen Vortragsreihe Alternativen möchte die Universitäre Altersmedizin Felix Blatter aktuelle altersmedizinische Fragen, auch Erkenntnisse, die sie neu gewinnen, allen Interessierten zugänglich zu machen. Unsere Veranstaltung dauert etwa eine Stunde. Wir beginnen mit dem Referat von Herrn Dr. Med. Gaudenz-Tschur. Er behandelt das Thema Mein Herz ist schwach. Nach dem Vortrag beantwortet er Fragen, und zwar die Fragen der Anwesenden im Saal. Die Zuschauenden an den Bildschirmen zu Hause, die können leider nicht direkt zugeschaltet werden. Sie haben aber eine E-Mail-Adresse bekommen und können ihre Fragen schriftlich stellen und sie bekommen auch via E-Mail Antwort vom Referenten. Ich möchte Ihnen den Referenten kurz vorstellen. Herr Dr. Med. Gaudenz-Tschur ist Altersmediziner, Jahrgang 1981 und kommt aus dem schönen Kanton Graubünden. Studiert hat Herr Dr. Tschur in Basel und er war 2010 und 2011 bereits hier im Haus Assistenzarzt im damaligen Felix-Blatter-Spital, wie das noch hieß. Und jetzt ist er nach einem Ausflug in die Heimat seit 2015 wieder zurück am Haus und ist stellvertretender Chefarzt akute Altersmedizin. Dr. Tschur ist auch Mitbegründer des Netzwerks Junge Geriater Schweiz. Das ist eine Gruppe, die sich besonders einsetzt für die Nachwuchsförderung in einem Gebiet, nämlich im Bereich Altersmedizin. Das ist ein Gebiet, wo heute in der Schweiz der Nachwuchs fehlt. Dr. Tschur ist außerdem Dozent an der Medizinischen Fakultät der Universität Basel und er sagt, Leben heißt immer auch altern. Und heute befasst er sich in seinem Referat mit den Fragen rund um das Herz, das etwas schwach geworden ist. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen hier an der Universitären Altersmedizin Felix Blatter. Alles gut. Das Thema ist ehrlich gesagt ja, etwas schwierig, weil sehr komplex und sehr viele Krankheitsfelder, die da eingeschlossen sind. Nichtsdestotrotz habe ich versucht, das möglichst so einfach wie möglich rüberzubringen, dass da nicht nur einfach ein Fachbegriff nach dem anderen fällt, sondern dass es verstanden wird. Und Sie können mir in einer halben Stunde sagen, ob das gut war oder ob ich noch mal anfangen muss. Vom Programm her, ich möchte kurz zuerst das Herz etwas erklären, wie das Herz funktioniert. Dann etwas dazu sagen, wie ist die Herzschwäche eigentlich definiert. Wie sieht es aus mit den Erkrankungen in der Allgemeinheit, in der Bevölkerung. Wie wird die Herzschwäche eingeteilt. Was gibt es für Kompensationsmechanismen von unserem Körper. Und dann natürlich, was sind die Symptome, die auf eine Herzschwäche schließen lassen, die Einteilung, wie wir dann die Diagnose herbeiführen, was man therapeutisch tun kann und noch einige weiterführende Informationen, wo Sie da etwas finden können. Und danach zum Schluss die Fragen und die Weiterführung im Programm, die Alternativen, was im Herbst ansteht. Zuerst zu der Funktionsweise des Herzens.
Primär ist unser Herz zuständig, damit der Blutfluss im Körper funktioniert. Und wenn Sie das hier anschauen, das ist das Herz. Das Blut kommt über die untere Hohlvene oder die obere Hohlvene in den rechten Vorhof, geht dadurch die Klappen in die rechte Herzkammer und von hier über die Lungenarterien in die linke und in die rechte Lunge, reichert sich dort mit Sauerstoff an und kommt dann über die parallel angelegten Lungenvenen, die rechten und die linken, in den linken Vorhof, hier wieder durch Herzklappen durch in die linke Kammer, das ist quasi so die Hauptkammer, wenn Sie so wollen, und geht dann von hier über die Aorta in den ganzen Kreislauf, Richtung Kopf, Richtung Arme und dann weiter runter Richtung Bauch, Beine und so weiter. Das heißt, das Herz ist dazu da, das Blut mit Sauerstoff oder das Sauerstoff angereicherte Blut in den Körper zu transportieren. Das ist die Hauptfunktion. Jetzt, damit das funktioniert, muss das Herz selbst ja auch Blut bekommen, Sauerstoff bekommen. Und das passiert über die Herzkranzgefäße. Das Herz ist ein Muskel, der Muskel muss durchblutet werden. Und diese Durchblutung passiert aber nicht vom Herz innen, wo das Blut drin ist, sondern von außen, von den Herzkranzgefäßen, die außen rund um das ganze Herz angelegt sind. Das sehen Sie hier, die Herzkranzgefäße gehen von der Hauptschlagader, der Aorta, ab. Und da gibt es ganz viele Verzweigungen. Die sind zuerst, wie bei einem Baum, sind das dickere Gefäße, größere Gefäße. Und je weiter man in die Peripherie geht, desto kleiner werden sie. Das heißt, damit das Herz funktionieren kann, muss es mit Blut versorgt werden. Dazu sind die Herzkranzgefäße hier. Was aber auch passieren muss, ist, das Herz muss ja wissen, wann es schlagen muss. Und dafür gibt es ein elektrisches Reizleitungssystem. Das heißt, der Puls, der angegeben wird von unserem Schrittmacherzentrum, muss über das Herz weitergeleitet werden. Und für das gibt es spezielle Herzzellen, die den Strom weiterleiten. Der Sinusknoten, das ist eigentlich der Haupttaktgeber vom Herzen, der ist im Bereich vom rechten Vorhof positioniert. Und Sie sehen, die Herzerregung geht dann hier anhand von diesen Hauptleitungsbahnen über Richtung, das ist die Trennwand zwischen Vorhöfen und Hauptkammern, und dann von hier eigentlich über die Hauptkammertrennwand in den rechten und linken, in die Hauptkammern, damit das Herz auch koordiniert schlägt. Es nützt ja nicht, wenn die eine Kammer jetzt schlägt und die andere nachher und es ist nicht koordiniert. Das muss alles ganz fein aufeinander abgestimmt sein, damit das Blut in den Körper transportiert werden kann. Und das führt mich zur Definition der Herzschwäche. In der Medizin sagen wir auch Herzinsuffizienz. Also heißt das ungenügende Arbeit des Herzens. Das heißt, eine Herzschwäche ist eine Erkrankung, bei welcher das Herz nicht in der Lage ist, den Körper ausreichend mit sauerstoffreichem Blut zu versorgen. Und eine Herzschwäche ist immer eine Folge einer anderen Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das heißt, eigentlich ist die Herzschwäche ein klinisches Syndrom mit ganz unterschiedlicher Ursache. Ganz häufig steht am Anfang ein hoher Blutdruck, in etwa 50% der Fällen. Und auch Herzinfarkte sind häufige Ursachen, dass das Herz nachher nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. Und da gibt es eigentlich so eine typische Sequenz. Das heißt, zuerst hat man einen hohen Blutdruck. Das geht Jahre oder Jahrzehnte. Das führt dann dazu, dass die Herzkranzgefäße sich verengen. Und danach irgendwann sind sie so eng, dass es kein Blut mehr durchfließen kann durch die Herzkranzgefäße. Und da gibt es einen Herzinfarkt. Und der Herzinfarkt führt dann dazu, dass das Herz zu wenig pumpen kann. Das ist eine ganz typische Sequenz. Wie häufig ist denn eine Herzinsuffizienz oder eine Herzschwäche? Und ganz grob können wir sagen, in der Bevölkerung der westlichen Länder zumindest, sind das 1-2% der Bevölkerung. Das heißt, in der Schweiz rechnet man damit, dass ungefähr 200.000 Personen eine Herzschwäche haben.
Europa sind es ungefähr 10 Millionen. Und auch hier, das Vorkommen steigt mit dem Alter. Im Alter von 45 bis 55 sind es weniger als 1%. Wenn wir dann weiter hochgehen, 65 bis 75-jährig, sind es 2 bis 5%. Und bei den über 80-Jährigen sind es fast 10%. Die Männer sind ungefähr 1,5 Mal mehr betroffen als Frauen. Und ist natürlich auch eine, oder hat eine große gesundheitsökonomische Bedeutung, weil die größten Kosten eigentlich bei der Spitaleinweisung generiert werden. Und ist eigentlich der dritthäufigste Grund in der Schweiz für eine Hospitalisation. Und auch hier das Neuauftreten einer Herzschwäche nimmt im Alter zu. Sie sehen hier, bei Altersgruppen unter 66-Jährigen ist das Neuauftreten verschwindend klein und steigt dann deutlich an, wenn wir hier bei den über 85-Jährigen sind, sind das 40 Fälle pro 1000, also 4% Neuerkrankungen pro Jahr, die dazukommen. Und da ist immer die Frage, was heißt eine Herzschwäche? Ist das schlimm oder ist das nicht schlimm? Und auch, das ist schwierig zu fassen, wenn wir sagen, ja, Sie haben eine Herzschwäche, da kann man nichts anfangen. Wenn man jetzt jemandem sagt, Sie haben eine bösartige Erkrankung, Sie haben ein Krebsleiden, ist das für alle eigentlich klar, dass das etwas Schlimmes ist. Und bei der Herzschwäche, wenn man das mal anschaut, das sind die Überlebensraten, das heißt, wir haben hier die schwarzen Linien, sind die Überlebensraten. Und je weiter runter das geht, desto schlechter ist das Überleben. Und wenn wir schauen, das ist die Grafik für die Frauen und hier ist die Grafik für die Männer. Wir bewegen uns eigentlich im Bereich der 5 häufigsten Krebserkrankungen bei den Frauen, wie auch bei den Männern. Das heißt, von der Prognose, von der Aussicht her, ist das eigentlich gravierend. Aber es ist nicht präsent. Das sind Zahlen aus dem Jahr 2000. Ja, genau. Und natürlich hat man in der letzten Zeit Fortschritte gemacht in der Behandlung, das zeige ich Ihnen nachher natürlich noch. Aber nichtsdestotrotz, dass Sie das etwas einschätzen können, wo wir uns da bewegen. Jetzt, wie können wir die Herzschwäche einteilen? Und ich habe ja vorhin gesagt, das ist immer eine zugrunde liegende Erkrankung, die zu einer Herzschwäche führt. Das heißt, wir können die Herzschwäche verschiedentlich einteilen. Einerseits können wir sagen, ja, ist es akut, ist es plötzlich aufgetreten, zum Beispiel bei einem akuten Herzinfarkt, dann haben wir eine plötzlich eintretende akute Herzschwäche. Oder ist es eine chronische Herzschwäche, die sich im Verlauf von Monaten oder Jahren entwickelt. Und im Folgenden werde ich nur auf die chronischen Herzinsuffizienzen eingehen, nicht auf das akute Ereignis. Wir können es aber auch einteilen, je nachdem, welche oder wie die Herzkammerfunktion ist, ist die Pumpfunktion vermindert. Das heißt, mag das Herz nicht mehr richtig pumpen, mag es nur wenig pumpen, dann haben wir eine verminderte Pumpfunktion, weil der Herzmuskel einfach nicht mehr richtig sich zusammenziehen kann und nicht mehr richtig schlagen kann. Es gibt aber auch die Herzinsuffizienz, wo der Herzmuskel eigentlich normal schlagen kann, aber das Herz wird nicht richtig gefüllt mit dem Blut. Das heißt, wenn wir im Herz zu wenig Blut haben, dann kann der Muskel noch so fest schlagen, es kommt dann trotzdem zu wenig Blut raus. Und um das etwas veranschaulich zu zeigen, das sind zwei anatomische Präparate, das sind zwei Herzen eigentlich in der Mitte durchgeschnitten und wir schauen von unten auf das Herz. Und wenn Sie hier schauen, das Herz hier auf der linken Seite, hier haben wir eine verminderte Pumpfunktion, weil das Herz ist ausgeleiert. Das heißt, der Herzmuskel ist erweitert, ist aufgedehnt. Und auch wenn sich der versucht zusammenzuziehen, der mag das nicht mehr richtig. Das heißt, der zieht sich nur wenig zusammen und es kommt zu wenig Blut raus. Im Gegensatz zu hier zur rechten Seite, da ist der Herzmuskel eigentlich zu groß. Da gibt es Erkrankungen, wo der Herzmuskel zunimmt. Und wenn Sie schauen, hier in der Mitte sollte ja eigentlich, hier ist die Herzkammer, da sollte eigentlich Blut rein, damit das Blut wieder ausgepresst werden kann und in den Kreislauf kommt. Hier kann gar nicht viel Blut rein und entsprechend auch nicht mehr rausgepumpt werden. Das heißt, eigentlich ist hier die,
die Muskelkraft vom Herzmuskel genügend vorhanden, aber die Füllung ist gestört. Das heißt, auch das hat zum Resultat, dass wir im Körper zu wenig Blut haben. Wir können die Herzinsuffizienz auch einteilen nach einer Störung des Herzrhythmus. Wenn das Herz viel zu langsam schlägt, dann ist auch verständlich, dann kommt das Herz einfach nicht nach, dann kommt zu wenig Blut in den Körperkreislauf. Oder wenn es viel zu schnell schlägt, wenn es so schnell schlägt, dass das Herz eigentlich gar keine Zeit hat, sich wieder richtig mit Blut zu füllen. Das heißt, es schlägt schon wieder, bevor es voll ist. Dann kommt auch zu wenig Blut raus. Oder wenn man ein Vorhofflimmern hat, dass die Herzaktionen nicht mehr koordiniert sind, das heißt, die Füllung ist dann gestört. Wir können auch einteilen in Bezug auf die Herzseite. Ist mehr das linke Herz betroffen oder ist das rechte Herz betroffen? Und natürlich häufig sind beide Herzhälften betroffen. Wir können es auch einteilen und sagen, haben wir ein Problem, ein Vorwärtsproblem, das heißt, wird zu wenig Blut in den Kreislauf gepumpt, oder haben wir ein Rückwärtsproblem? Wenn das Herz zu wenig pumpt, dann gibt es einen Stau vom Blut, das zurück ins Herz fließt und eigentlich weiter spediert werden sollte. Das heißt, das Blut staut sich zurück. Das heißt, wir können ein Vorwärtsproblem haben oder ein Rückwärtsproblem. Was kann jetzt das Herz oder wie kann uns der Körper unterstützen? Was passiert mit dem Körper? Wir haben ein autonomes Nervensystem und die Nebennieren. Die machen oder die sorgen dafür, dass eigentlich die Schlagkraft des Herzens, die Kraft des Herzmuskels stärker wird. Das heißt, wenn die Kraft vermindert ist, macht der Körper, dass es wieder stärker schlägt. Oder es steigert den Puls. Das heißt, wenn das Herz mehr schlägt, kommt auch wieder mehr Blut in den Kreislauf. Das autonome Nervensystem kann auch machen, dass die Blutgefäße enger werden. Das heißt, dann steigt der Blutdruck. Und wir haben die Nieren, die versuchen auch hier zu helfen. Und sie schauen, dass sie Wasser und auch Salz zurückbehalten können, damit eben dann das Blutvolumen ansteigt, dass es mehr Blut im Körper hat und dass der Blutdruck ansteigt. Und das sind eigentlich positive Kurzzeiteffekte. So kann der Körper eigentlich sicherstellen, dass vorübergehend die Organe genügend durchblutet sind. Das Problem ist aber, wenn das zu lange anhält und der Körper eigentlich immer das Herz mit 120% arbeiten muss, führt das dazu, dass das Herz schlussendlich geschädigt wird und dass die Erkrankung fortschreitet. Das heißt, es kommt einerseits zu einer Verdickung der Herzmuskulatur, das ist, dass der Körper versucht einfach mehr, dass die Muskeln stärker werden, das heißt, der Muskel wird dicker, wie wenn wir unseren Bizeps trainieren. Und es wird aber auch Bindegewebe eingebaut. Dem sagt man kardiales Remodeling, wo eigentlich bei der Herzschwäche nicht gewünscht ist. Weil wenn das dann weitergeht, dann führt das schlussendlich zu einer, das Bild haben wir vorher gesehen, eine Ausweitung des Herzens. Weil wenn das Herz, wenn das dort viel Bindegewebe drin hat, das kann sich ja nicht zusammenziehen. Das heißt, und es besteht weiterhin ein hoher Blutdruck oder ein hohes Blutvolumen, dehnt sich das Herz einfach aus. Das heißt, das Herz wird groß. Und das wollen wir aber jetzt bei der Herzschwäche eben nicht. Weil, das können Sie sich vorstellen, wie ein Luftballon, wenn der klein ist und Sie versuchen, den aufzublasen, geht das ganz streng. Das heißt, dort ist viel Kraft vom Ballon, der entgegenwirkt. Wenn der Luftballon aber so groß aufgeblasen ist, dann hat er viel weniger Spannungskraft. Und das ist das Problem beim Herzen. Wenn das Herz groß wird, geht die Spannung verloren. Das Herz kann eigentlich dann wieder schlechter arbeiten. Was merken wir denn, wenn das Herz nicht mehr so arbeitet, wie es sollte? Es kann ganz generell zu einer Leistungsintoleranz, einer Ermüdung oder Erschöpfung führen. Oder stellen Sie sich vor, dass das Hirn braucht ja auch Blut und Sauerstoff, und wenn zu wenig Sauerstoff im Hirn ankommt, mag man nicht mehr so, respektive die Muskeln mögen nicht mehr und so weiter. Es kann aber auch dazu führen, dass man Wasser einlagert, weil der Körper hat versucht, das Wasser zurückzuhalten, oder weil es vom Herz rückwärts staut. Kann es typischerweise am Anfang in den Beinen oder Knöcheln oder Füßen, kann es sein, dass die sind am Morgen schlank und gegen Abend werden die langsam dicker und dicker.
Und das Gewicht steigt, wenn Sie das Gewicht regelmäßig kontrollieren, sehen Sie, dass das Gewicht auf einmal höher ist. Und auch typischerweise, dass man in der Nacht häufiger aufs WC muss. Weil wenn Sie liegen, verteilt sich das Wasser wieder, das Wasser geht zurück in die Blutgefäße und werden dann über die Nieren ausgeschieden, dann müssen Sie mehr aufs WC. Wenn die Lunge betroffen ist, das heißt, wenn das Wasser in der Lunge staut, kann es zu Kurzatmigkeit kommen, zuerst nur bei Belastung oder bei körperlicher Betätigung. Aber wenn die Herzinsuffizienz voranschreitet, kann es auch dann sogar in Ruhe oder auch mal typischerweise in der Nacht vorkommen. Das heißt, wenn man in der Nacht flach liegt und nicht atmen kann und sich aufsetzen muss, ist das ein Zeichen, dass man einfach ein Rückstauproblem vom Herzen hat. Es können noch ganz verschiedene andere Symptome sein, wie Herzrasen, eben wenn es eine Rhythmusstörung ist oder das Herz krampfhaft versucht, den Blutauswurf aufrechtzuerhalten und einfach schneller schlägt. Es können aber auch Übelkeit, Appetitlosigkeit, Verdauungsbeschwerden sein, weil das Problem ist das Blut, das gestaut wird, das nicht weiter kann. Zum Beispiel, wenn das rechte Herz betroffen ist, gibt es einen Rückstau. Das, wie ich gesagt habe, in die Beine, kann aber eben auch in die Bauchorgane sein, in die Nieren, in die Leber, in den Magen, Magen-Darm-Trakt. Das heißt, es können alle Symptome für eine Herzschwäche sein. Wie wird die Herzschwäche eingeteilt? Das ist dann wieder ganz einfach. Es gibt 4 Stufen. Die erste Stufe ist zwar eine Herzschwäche da, respektive würde man vielleicht mit einem Ultraschall sehen, dass das Herz nicht mehr ganz gut ist, aber man merkt nichts im Alltag. Sie haben keine Beschwerden. Im zweiten Stadium merkt man Atemnot bei Anstrengung, das heißt, wenn Sie Treppen gehen, also 2, 3, 4 Stockwerke oder Sport machen. Im dritten Stadium sind dann die Beschwerden eigentlich Anstrengungen, zum Beispiel ein Stockwerk gehen oder etwas schneller laufen, dass man da schon Atemnot hat. Und im vierten Stadium beklagen die Betroffenen dann auch bereits in Ruhe Atemnot oder auch mal einen Hustenreiz. Jetzt, was machen wir, wenn wir das Gefühl haben oder ein Patient kommt in die Praxis, ins Spital und wir das Gefühl haben, das könnte eine Herzschwäche sein? Was gehört da dazu? Zuerst befragen wir den Patienten, fragen, wie geht es Ihnen, wieso kommen Sie hier hin, seit wann ist das, wie hat sich das entwickelt, kennen Sie das? Also das wollen wir wissen, das gibt uns schon mal Hinweise, wie der zeitliche Verlauf ist, wie schwerwiegend oder wie weniger schwer das Problem ist. Natürlich gehört der körperliche Untersuch dazu, Herz abhören, Lunge abhören, Bauch abtasten, wir schauen die Knöchel an, wir können Puls tasten, Blutdruck messen. Das gibt uns auch schon viele Hinweise. Dann können wir das Blut untersuchen. Im Blut gibt es ein Herzhormon, ein Eiweiß, das uns anzeigt, ob das Herz gestresst ist oder ob es zu viel Volumen hat, das können wir sehen. Wir schauen die Blutsalze an, das ist auch wichtig, die Nierenwerte und so weiter, gehört schon ganz viel dazu. Und die Herzstromkurve, das EKG gehört auch dazu, um zu schauen, was macht der Herzrhythmus. Das ist eigentlich so die Basis. Und danach, wenn man weitere Untersuchungen braucht, kommt das dann darauf an, hat man beim Lungenuntersuchen, hört man da Geräusche, oder hat man das Gefühl, es ist Wasser auf der Lunge, dann würde man ein Röntgenbild machen, um zu schauen, wie das aussieht. Oder haben wir das Gefühl, es gibt am Herz irgendein strukturelles Problem, dann gibt es einen Herzultraschall dafür. Und so weiter. Das heißt, da gibt es dann keine standardmäßige Diagnostik mehr, sondern da wird dann individuell geschaut, was braucht es eigentlich oder in welche Richtung geht denn das. Weil, wie zu Beginn gesagt, sind ja ganz verschiedene Erkrankungen, die dann zu dieser Herzschwäche führen. Was können wir denn machen? Zuerst natürlich, wenn wir eine zugrunde liegende Erkrankung haben, sollten wir die behandeln. Das heißt, der hohe Blutdruck müssen wir behandeln. Wenn Herzklappenfehler vorhanden sind, können wir die heutzutage behandeln? Ja, sicher. Ich kann den ganzen Wagen überfahren. Ah, okay, gut. Eben da kann man ja heutzutage auch eleganter eine Klappe ersetzen. Früher musste man das am offenen Herzen machen. Das geht hier heute deutlich eleganter mit der Kathetertechnik.
Dann haben wir natürlich, wenn die Herzkranzgefäße betroffen sind, also Richtung koronare Herzkrankheit oder Myokardinfarkt, Herzinfarkt, da kann man auch über die entweder Arterien in der Leiste oder am Handgelenk, kann man mit dem Ballon etwas machen oder ein Röhrchen einlegen. Dann gibt es noch häufig das Schlafapnoe-Syndrom. Das heißt, das ist eine Schlafstörung oder eine Atemstörung in der Nacht. Die sollte man behandeln. Die führt dann auch dazu, dass der Blutdruck hoch ist und das Herz darunter leidet. Natürlich, wenn es ein Vorhofflimmern ist oder eine Herzrhythmusstörung, gibt es da Medikamente, die man einsetzen kann. Was man aber sowieso alles machen kann oder sollte, ist die nicht-medikamentöse Therapie. Das heißt eben, die Risikofaktoren für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung behandeln. Das heißt Übergewicht, eine Blutzuckererkrankung, das Rauchen aufhören oder nicht anfangen, die Blutfette kontrollieren und niedrig halten. Dann gehört auch immer das moderate körperliche Training dazu. Natürlich in der vierten Stufe, in der letzten Stufe geht das nicht mehr, dann bekommt der Patient zu wenig Luft schon in Ruhe, der kann nicht noch trainieren, das geht dann nicht mehr. Aber eigentlich von Anfang an, dass man sich körperlich bewegt, spazieren, das muss nicht immer Hochleistungssport sein, aber man soll einfach den Körper etwas in Schwung halten. Gibt's eben, spazieren, Velofahren, Schwimmen, Aquafit, gibt es ganz, ganz viele mögliche Sachen, die man machen kann. Gibt es nicht irgendwas, was man sagt, das sollte man machen, sondern da ist man relativ breit. Dann genau vom Alkohol, nicht zu viel Alkohol trinken, also man sagt 1 bis 2 Standarddrinks, das heißt eine Stange oder ein Glas Wein. Es gibt es manchmal, dass der Alkohol Ursache ist für die Herzschwäche. Das heißt, der zu hohe Alkoholkonsum führt dazu, dass das Herz schwach wird, dann sollte man gar keinen Alkohol mehr trinken. Die Salzflüssigkeitszufuhr ist ein wiederkehrendes Thema, weil wenn man zu viel Salz hat, das Salz zieht Wasser an. Dann haben wir wieder zu viel Wasser im Körper, was dann zu viel der Blutdruck hoch macht und so weiter. Das heißt, der Salzkonsum in Schacht halten, dasselbe gilt für die Flüssigkeit ebenso. Dass man dann, das heißt immer, man soll viel trinken, aber es gibt eben Situationen, wo man dann nicht mehr so viel trinken sollte. Und wenn man in zu hohe Höhe geht oder feucht-heißes Klima, vor allem heißes Klima müssen wir nicht mehr so weit reisen, aber in die Tropen ist für das Herz-Kreislauf-System eine zusätzliche Belastung. Und kein dauerhafter Stress. Zwischendurch etwas ist okay, aber eigentlich kein. Es gibt ja dieser Eustress, also der gute Stress, und es gibt aber der schlechte Stress. Und der schlechte Stress sollte man nicht haben. Jetzt ganz kurz zu der medikamentösen Therapie. Das möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie das aussieht oder ausgesehen hat in den letzten 30 Jahren. Es gab eigentlich die erste Studie, die gezeigt hat, dass man mit einem Medikament die Herzschwäche behandeln kann und die Überlebenschance steigern kann, kommt aus dem Jahr 1991, die ACE-Hämmer. Die kamen dort neu auf den Markt und das war ein Riesenfortschritt. Bis dahin hat man eigentlich nichts gehabt, respektive keinen Beweis, dass irgendetwas nützt. Und eigentlich das schönste Beispiel hierfür ist 1999, hat man gesehen, die Beta-Blocker, die gibt es ja schon viel länger, aber die hat man früher nicht eingesetzt, um die Herzinsuffizienz zu behandeln. Das heißt, im Staatsexamen der Uni, wenn man da vor dem Jahr 2000 gesagt hätte, eine Herzschwäche behandle ich mit einem Beta-Blocker, wäre man durchgefallen. Und jetzt ist es das Gegenteil, oder jetzt gehört das zur Standardbehandlung dazu. Das heißt, es hat 180 Grad gekehrt. Und das Phänomen haben wir in der Medizin immer mal wieder. Dann macht man das Jahre oder Jahrzehnte lang etwas, hat das Gefühl, das ist richtig. Und dann gibt es neue Erkenntnisse und das ist alles auf den Kopf gestellt. Das heißt, hier um das Jahr 2000 haben wir größere Studien und dann jetzt Medikamente, die man einsetzen kann, die Prognose deutlich verbessern. Und dann ist eigentlich dann seit 2003 lange nichts passiert und die Behandlung blieb immer gleich. Und dann kam erst im 2015 eine neue Studie mit einem ganz deutlichen Resultat. Das heißt, Sie sehen hier, die Senkung der Mortalität ist hier ausgeprägt. Und es gab jetzt 2019 eine neue Studie, wo man auch gesehen hat, dass die Mortalität deutlich gesunken ist.
Jetzt ist das Spannende bei diesen Medikamenten, ist das Medikament von 2015. Das wurde so also mit der Intention erforscht, um eben genau bei Herzinsuffizienz einsetzen zu können. Das Spannende ist bei dieser Studie 2019 und gibt eben nach wie vor Folgestudien. Das ist eigentlich ein Medikament, das man erforscht hat, um den Blutzucker zu behandeln, also ein Diabetes-Medikament. Man hat dann aber gesehen, dass die Gruppe, die dieses Medikament bekommen hat, dass dort die Todesrate viel tiefer war als in der Vergleichsgruppe. Und hat man das nochmal, ist man dem nachgegangen und hat gesehen, dass man eigentlich mit dieser Medikamentengruppe gerade bei der Herzinsuffizienz einen deutlichen Benefit hat. Das heißt eigentlich ein Zufallsprodukt, das man von Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und aufgrund solcher Studienergebnisse werden dann die Guidelines oder die Richtlinien entsprechend angepasst oder neu geschrieben. Und durch die zwei Studien im 19 und 15 gab es eigentlich jedes Jahr ein Update in der Behandlung oder in der Empfehlung für die medikamentöse Behandlung. Das blieb lang ganz gleich. Und jetzt die letzten Jahre hat das eigentlich jährlich oder zweijährlich gewechselt. Und dann kommt dann immer wieder ein neues Diagramm auf dem Markt, und ich zeige Ihnen das jetzt. Das ist das Diagramm von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, danach richten wir uns in der Schweiz auch, wo man eigentlich sagt, all die Medikamente, die ich vorhin gezeigt habe, sind hier oben. Die sind alle als Klasse 1 Empfehlung, das heißt, das ist die beste Empfehlung, die man hat, die soll man einsetzen. Es geht immer hier um die Herzschwäche mit verminderter Pumpfunktion, also wo die Pumpfunktion nicht gut ist. Dort, wo die Füllfunktion nicht gut ist, haben wir nichts, gibt es medikamentös nichts Gescheites bis jetzt. Aber bei der verminderten Pumpfunktion ist das eigentlich der Standard. Und dann sehen Sie, das funktioniert so, dann ist empfohlen, man soll die Klasse 1 Empfehlungen umsetzen und dann schauen, ob es gut ist. Wenn es noch nicht gut ist, geht man weiter runter. Und unten steht dann, wenn die Symptome noch weiter bestehen, soll man halt etwas anderes versuchen. Jetzt ist aber das Problem, wenn Sie mal schauen, und gerade für die ältere Bevölkerung ist das halt wichtig, weil jedes Medikament hat eine Nebenwirkung oder dann auch Wechselwirkungen. Und dann haben wir hier eigentlich schon sehr viele Probleme mit diesen Medikamenten, mit diesen eigentlich guten Medikamenten aus der Studie, wo wir aber im klinischen Alltag sehen, wir haben so viele Nebenwirkungen, so viele gravierende Nebenwirkungen, dass wir das Medikament einfach nicht geben können. Obwohl eigentlich wäre es empfohlen und sollten wir geben, aber es geht nicht. Das heißt, wir haben das Problem mit einfach, der Blutdruck ist zu tief. Wir senken zwar den Blutdruck, ist gewünscht, aber vielfach ist er dann viel zu tief. Das heißt, wenn die Personen dann aufstehen, wie den Schwarz voragen, sie fallen um, haben vielleicht eine Schenkelhalsfraktur oder sonst was. Das heißt, geht nicht, können wir nicht machen. Oder die Beta-Blocker möchte man eigentlich aufdosieren, aber irgendwann kommt der Puls halt runter. Und je älter das Herz ist, desto weniger Spielraum hat das Herz. Das heißt, dann ein junges Herz kann da noch mehr kompensieren, das ältere Herz weniger. Dann haben wir andere Präparate, die führen, oder bei schlechter Nierenfunktion können wir die gar nicht einsetzen, die sind nicht mehr zugelassen. Oder die sammeln Blutsalze im Körper an, was wir auch nicht wollen, weil es dann Herzrhythmusstörungen gibt. Es gibt die neuesten Medikamente, die führen zu vermehrten Harnwegsinfekten. Ist auch nicht ganz angenehm, obwohl nicht in der Regel nicht gefährlich, aber muss man wissen. Und dann auch die Wassertabletten, Wassermedikamente, verliert man Blutsalze, dann sind die Blutsalze auf einmal durcheinander. Das heißt, häufig sind wir dann halt hier in der Geriatrie, dort unten, wo es heißt, ja, wenn das nicht geht oder wenn noch Symptome sind, dann schaut mal. Es gibt ja noch andere Medikamente, ältere Medikamente, die man früher eingesetzt hat, die mal von der Bildfläche fast verschwunden sind, jetzt halt wieder kommen, weil sie doch nicht so schlecht sind. Und das ist so das Schwierige am Ganzen. Man hat zwar Empfehlungen, aber ob man die umsetzen kann, ist eine ganz andere Frage. Und dann natürlich kann man noch weiter ins Detail gehen. Das ist dann für die Herzspezialisten, wenn es darum geht, muss man irgendeinen Defibrillator implantieren oder einen Schrittmacher oder eine Herzunterstützungspumpe, gibt es alles heutzutage. Aber das sind ganz einzelne und gut zu überlegende Indikationen, ob das wirklich Sinn macht. Zum Beispiel hier, wenn man sagt, ja gut, ein Defibrillator ist doch gut, wenn man Herz abstellt, dann werde ich wiederbelebt. Muss man aber wissen, das hilft davon nur zur Verhinderung des plötzlichen Herztodes, aber eigentlich nicht zur Verhinderung des Voranschreitens der Herzschwäche oder zur Verbesserung der Symptome. Das ist ein reiner Schutz. Und dann steht noch irgendwo,
Genau, man soll eigentlich, die Lebenserwartung soll größer als ein Jahr sein, sonst soll man das nicht implantieren. Und das ist dann schwierig, oder wie wissen wir, wer lebt jetzt nur noch ein Jahr und wer lebt länger? Also das wird dann schwierig. Und eben ist die Patientenaufklärung ganz wichtig. Und das, wenn es halt dann die Symptomatik zu schwer ist, besteht dann meist keine Indikation mehr. Das heißt, in der heutigen Medizin können wir schon viel, in gewissen Bereichen eigentlich schon zu viel. Und da muss man dann die Patienten wieder schützen und sagen, ja, schauen Sie, wir haben, das gäbe es noch, aber eigentlich ist das in dieser Situation jetzt wahrscheinlich, schadet es mehr, als es nützt. Genau, das war jetzt ein kurzer, umfangreicher Ausflug. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe versucht, das so zusammenzudampfen, dass das in dieser halben Stunde möglichst überschaubar blieb. Wenn Sie noch weitere Informationen möchten, es gibt von der Schweizerischen Herzstiftung mal einerseits die eigene Homepage, swissheart.ch. Die haben auch eine Arbeitsgruppe, wo es spezifisch um Herzschwäche geht. Und die haben einen eigenen Internetauftritt, das www.schwachesherz heißt. Da gibt es verschiedene, auch Broschüren und so weiter.